das Schöne ist, man sieht diesen Stream, aber erstmal hat man eben nur diese ganz geringe Aufmerksamkeit bei Snapchat. Und die ganzen Diskussionen der anderen Nutzer und kann da direkt reinklinken. Instagram ist für Marken, die das perfekte Post haben wollen. Content Marketing ist in aller Munde. Aus Unternehmenssicht lassen sich viele gute Gründe anführen, sich näher damit zu beschäftigen. Marketing-Expertin Claudia Hilker berät viele Unternehmen in diesem Bereich und sie schreibt gerade ein Buch dazu. Starke Inhalte sind für sie ein essentielles Marketinginstrument. Viele Unternehmen betreiben Content Marketing so intensiv, weil Studien festgestellt haben, dass relativ aggressive Marketingmaßnahmen wie Werbung und Verkaufsförderung stark an Wirksamkeit nachgelassen haben, weil die Konsumenten denen gegenüber ablehnend gegenüberstehen. Content Marketing setzt keine direkten Kaufimpulse und fördert die Positionierung des Unternehmens am Markt. Auch wenn das Content Marketing keine direkten Kaufimpulse setzt, setzt es doch indirekte Kaufimpulse und fördert damit Verkaufsziele wie Abverkauf oder Conversion Rate. Wenn immer mehr Unternehmen Content Marketing einsetzen, ist es logisch, dass es eine Informationsfülle gibt, auch Content Shock genannt. Und das führt wiederum dazu, dass viele Konsumenten ablehnend sind. Deshalb ist es wichtig für Unternehmen, nicht nur Inhalte zu senden und zu produzieren über verschiedene Kanäle, sondern auch herauszufinden, wie sie die Engagementrate der Nutzer fördern können. Jeder gute Inhalt braucht auch eine Plattform. Doch viele Unternehmen schöpfen das Potenzial der sozialen Medien nicht aus. Viele Content-Marketing-Manager sind dabei, sich nur auf klassische große zu fokussieren, wie Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn. Aber auch diese neue haben wahnsinniges Potenzial und gerade im internationalen Content für B2B-Unternehmen und um jüngere Zielgruppen zu erreichen, kann es sehr wichtig und äußerst relevant sein, diese neuen Mittel einzusetzen.